gut gespielt. Komm, Fabi, komm, Fabi, du bist schneller, du bist viel schneller. Na, guck mal. Da, guck mal. Hey, was geht ab, Hertha-Fans? Das ist wieder Spieltag heute, Hertha gegen Gelsenkirchen. Und das ist das erste Mal tatsächlich, dass ich hier einen Stadion-Vlog bei Tageslicht mache. Wahnsinn, es gab sonst ja immer nur die Pokalspiele hier immer auf dem Abend. Aber jetzt mal Spieltag, 13:30 gegen Gelsenkirchen und ich zeige euch wieder alles. Ich zeige euch vielleicht diesmal auch gerade im Zuge des DFL-Together-Spieltags auch ein paar Sachen, die ihr sonst vielleicht nicht so kennt. Und ansonsten seid ihr überall wieder mit dabei, vor allem beim Spielen natürlich auch, aber vor allem auch hinter den Kulissen. Und da fangen wir doch hier direkt mal an bei der Frage, wo ist Lotte? Hier ist Lotte. Wenn ihr irgendwie mal Gewalt erfahren solltet oder belästigt werdet, beleidigt werdet, alles, was irgendwie so dazugehört, dann könnt ihr euch einfach hier an die Leute dran wenden, gerade auch da, an zum Beispiel die liebe Saskia, da mit der pinken Weste. Dann geht ihr da einfach hin und dann, um diese Hemmschwelle zu senken, dass ihr halt nicht richtig sagen wollt, so, oh Mann, was ist denn gerade los, ist erstmal das Stichwort, wo ist Lotte? Und dann wissen die schon mal, aha, okay, hier ist irgendwas los, wir bringen dich erstmal in Sicherheit, gerade eben zu diesem Bereich. Und damit euch da dann erstmal nichts passiert und dass ihr da in Sicherheit seid. So, und wenn wir jetzt auch schon mal hier sind und so viel Zeit haben, marschieren wir hier auch einfach mal rum, habe ich euch auch noch nie gezeigt. Den coolen VIP-Bereich. Guckt euch das mal an. Wie tief das hier einfach runter geht unter der Haupttribüne. Das ist so krass. Also Höhenangst darf man hier auf jeden Fall nicht haben. Also hier gibt es so eine sehr, sehr geile Currywurst. Denn da an sich halt schön Buffet, lauter leckere Sachen. Da ist das Dessert, da in der Mitte die Hauptspeisen, Getränke gibt es natürlich auch. Dann kommen wir hier zu dem Bereich, wo nach dem Spiel dann auch die Spieler mit ihren Familien noch chillen. Das ist dann auch ganz schön, also wenn man irgendwie das Spiel zu langweilig ist, kann man da hinten halt auch ein bisschen spielen, das ist auch ganz nice. Und so sieht das Ganze aus. Und wie gesagt, ist halt auch einfach echt riesig, dieser Bereich. Also ich weiß nicht, ob der in anderen Stadien auch so groß ist. Wenn ja, könnt ihr das sehr, sehr gerne mal unten kommentieren. Oh, hier können wir euch jetzt auch mal reingucken. Hallöchen. Genau, hier ist nämlich ja noch die Kapelle auch von unserem Stadion. Habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, beziehungsweise ich habe auch, glaube ich, schon mal von erzählt. So sieht das Ganze hier drin dann aus. Jetzt hier nochmal kurz so reinschmulen. Aber wenn man hier nochmal ein Rad von ganz oben braucht, dann kommt man hier einfach hin. Und wir sind einfach mal so gut in der Zeit, dass wir auch einen richtig entspannt machen können. Und erstmal mit der Rolltreppe hier hochfahren. Ich meine, die Kabine kennt ihr schon. Könnt trotzdem mal reingucken, vielleicht finden wir irgendwas Neues. Aber eine Sache darf doch nicht fehlen. Und da haben wir es doch hier auch alles schon wieder. Ach, guck mal hier. Mensch, die Fotoboys sind ja auch schon wieder am Start. Geil. Zack, 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 zack. So muss das sein hier. Aber hier freue ich mich sehr. Falls es wirklich so stimmt, bei Jerry hat Paul gesagt bei der PK, dass der wahrscheinlich von Anfang an spielen wird. Weil jetzt worin das spielt von Anfang an. Bin ich ein Fan. Aber was haben wir hier? Eine Änderung haben wir. Oh, eine Änderung, sehr gut. Ah, richtig, Freunde, wir haben es angesprochen. Together-Spieltag, deswegen natürlich auch die Kapitänsbinde von Toni in dem Lila. Haben wir das auch? Ja, stimmt, das ist mal eine kleine Sache, doch ein bisschen anders. Wird auch alles erstmal ordentlich noch vorbereitet. Habe ich euch auch schon mal gezeigt. Weiß gar nicht mehr wann, aber wann habe ich euch das mal gezeigt? Und dann. Spiegel-Selfie! Oh. Hallo? Unangenehm. Ah, krass, aber ja, beim letzten Mal da auch. Weil ich nämlich die Frage kriegt, hey, was macht dieser Apparat eigentlich nochmal? Also, der Apparat ist dafür da, dass die Schuhe richtig schön geschmeidig sind, dass die schon mal so ein bisschen formgewärmt werden. Und hier oben sieht man auch nochmal, da steht Vollleder 5 Minuten, Synthetik, Kunstleder 3 Minuten. Dann dreht man den Ding und dann ist die Mikrowelle quasi da vorbereitet und dann werden die Schuhe richtig schön geschmeidig. Geil. Und ich kann schon wieder nicht mehr. Es ist einfach, es sind so viele Stufen. Hi. Ein Rostbrat, wo es gerne. Ja, danke schön. Der Vollständigkeit halber. Es wird jetzt hier am Stadion auch die eigene Wurst natürlich mal getestet. Wenn wir uns die jetzt hier angucken, dann sieht die nicht so dunkel aus wie in den anderen Stadien. Aber es geht ja am Ende um den Geschmack. Ketchup und Senf oder so haben wir hier weggelassen. Ab geht's. Dann gucken sie uns an. Ah, die hätte noch gekonnt. Hab jetzt noch ein bisschen weiter gegessen. Die ist so komisch knautschig irgendwie, dass die doch noch eigentlich echt ein bisschen länger gekonnt hätte. Also deswegen gibt es jetzt doch auch noch mal doch noch einen Punktabzug. Also es ist eine 6 von 10 hier leider. Ja, irgendwie, vielleicht war ich auch zu früh jetzt gerade. Das kann natürlich auch sein. Okay, also was war das? Blaue und grün? Blau. Okay,
und nochmal einen Mini-Countdown und dann geht's los. Nein. Ich schwöre bei aller Liebe und bei Gott, ich mache es nicht extra. Aber Bruder, du kannst bei 2 Schritten Anlauf, das ist steif, das ist einfach kein Fußballer. Warst du schon? Freunde, ich wäre auf der 1. Ja, da sind wir, 0,59. Wer schafft das? Jetzt seid ihr dran, Freunde. Und nicht, dass ich das Ding am Ende gewinne. Das wär's ja dann noch mit den schnellen Füßen. Aber egal, wir probieren hier weiter aus. Jetzt Torwand schießen. Hey, was geht denn? Was geht? Hallöchen, na? Hi, Blo. Wup, wup, wup. So, Freunde, jetzt Torwand schießen. Hier schön bei RS2. Nick Sawatzki da gerade auf der Bühne. Shoutout. Und dann mal schauen, was ich hier gleich zauber. Hey. Natürlich. Kommt ihr auch in den Vlog rein? Ja, warte hier. Nur oben links, ich wollte erst unten rechts. Ich probiere es unten rechts. So, jetzt kommt Dennis. Zack. Nee. Hör doch mal auf. Na klar doch. Dass man sich nicht selber filmen kann dabei. Ey, aber der war super. Oh, wer kommt denn da jetzt ran? Jetzt oben. So, Achtung. Jetzt oben. Von Hertha TV, 2. Versuch mit der Cam in der Hand. Oh. Ah. Willst du trotzdem deine Pfefferminzbonbons holen? Gerne doch. Ja. Dankeschön. Hier wird nicht gespart. Stark. Danke dir. So, also wir freuen uns. Guck mal hier, RS2. Super cool. Ey, was geht denn? Warte. Na, was geht? Guck mal, Tino auch am Start hier. Hey. Na, was tippst du heute? 5-0. Oh, du hast nur 4 Finger. Huch. Okay. Hey, na, was geht denn? Hallo. Hallo. Boah, schön, dass du auch erstmal ein Julehaar hier schnabuliert. Wie eine Spaghetti. Boah, episches Bild gerade, warte. Nee, das machen wir nicht. Doch, so ist geil. Hey, Ola hat auch richtig Bock. Ja, Mann, geil. Ja, ich hatte hier schon eine stressige Anreise. Heute. Eine stressige Anreise? Was passiert? Kann man das kurz zusammenfassen? Ja, ich musste auf viele Leute warten, was nicht in meiner Hand lag. Und dann wollte ich hier so hinten am Trainingsplatz zum Olympiastadion laufen. Und dann fällt mir auf, dass diese Tür dazu ist. Oh, dann musstest du wieder außen rum? Ja. Boah, ich kotze. Dann schnell ein Gönner-G. Gönner-G auf die 1. Ja, den habe ich auch noch zu Hause vergessen. Ach Gott. Damit ging's los. Hallöchen. Hey, pass, Junge, was geht? Was geht, was geht, was geht? Na? Hallöchen. Ja, guck mal hier, Toni auch da. Stark. Hallo, meine Freunde. Hallo, Dennis. Hallo, guten Tag. Tut so weh. Alles Gute auch zum Geburtstag noch. Tachin. Hallöchen. Hier ist die Stimmung. Hey. Rums, stark. Da läuft gerade das Interview. Einfach, dass wir auch wirklich für unsere Hertha-Fans halt einen blinden Reporter haben. Das finde ich halt richtig cool. Das ist eine richtig gute Sache. Und deswegen werden wir die auch einfach mal gleich noch ein bisschen begleiten. Dann werde ich auch mal 5 Minütchen mitgehen. Und dann schauen wir uns mal an, wie die das so machen. Tachchen, hey. Dennis, hi. Ja. Okay, alles klar. Wir haben ja diesen Dualismus zwischen Pressetribüne, den Stream, ja, und hier im Block direkt die Live-Reportage für die Anwesenden. Okay, alles klar. Also es ist so, dass ihr setzt euch genau hier hin. Reihe 39, ein bisschen weiter da drüben. Ja. Da sitzen wir normalerweise. Okay. Mittendrin sozusagen, die Blinden um uns rum. War aber eben mal ein interessanter Hinweis von dem Daniel, ne? Das war mir auch gar nicht so klar. Der sagte, wenn man zu dicht an den Reportern dran sitzt, dann kriegt man es auf die Ohren, okay, über das Signal und die Live-Stimme, das ist blöd. Ja. Also zu nah dürfen wir sozusagen gar nicht dran sitzen. Okay. Da werden wir zukünftig noch mal drauf achten. Ja. Obwohl ich das schon seit 15 Jahren mache, hat das aber noch nie jemand gesagt. Ja. Ja. Irgendwann ist immer das erste Mal. Dann. Genau, genau.
Hallo. Ja, auf jeden Fall, wir feiern dich total. Und wenn jetzt gerade fehlt, die Leute sagen, wir feiern dich total. Geil. Mach weiter so. Das freut mich. Das ist unser erstes Heimspiel jetzt. Oh, geil. Ja. Na dann, viel Spaß. Und hau, ey. Junges Team und wir haben euch richtig schön laute Schreien hören. Ihr könnt schon mal eure Stimmen hören für die Hertha-Hymne, die jetzt kommt. Sonntagnachmittag. Die Sonne scheint leider nicht in unserem Block. Es ist doch ein bisschen kühl im Schatten. Aber uns interessiert ja vor allem das Sportliche. Uns interessiert ja vor allem, was macht Paul Dardai. Also Freunde, wieder was gelernt einfach mal. Ich wusste nicht, dass wir da sowas haben. Also richtig, richtig cool. Also wirklich eine coole Nummer, dass wir da diese Blindenreporter haben. Und dann habt ihr es jetzt auch mal gesehen. Das ist echt cool. Das ist geil, Freunde. Zieht euch das rein. Da sind die Spieler. Das ist absolut stark. Das ist so, 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 so. Komplett volle Hütte. Oh, ich muss mein Leibchen auch anziehen. Habe ich vergessen. Naja. Guck mal. Da, guck mal. Ja! Ja! Da sind wir! Da sind wir! Schnell rum hier! Mikro verloren. Wahnsinn. Irgendwo ist es hingeflogen. Aber ich weiß nicht wohin. Stark. Dankeschön. Mikro wieder da. Geil. Ich habe keine Ahnung, wo mein Mikro hingeflogen ist. Der eine Ohren hat es mir gerade hinter der Bande wiedergegeben. Was geht denn hier ab, Freunde? Ha, ist ja was los, geil. Na ja, gut. Jetzt richten wir uns erstmal kurz ein. Erstmal kurz runterkommen hier. Ist Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn. Was ist hier heute los? Ich habe hier keine Zeit. Ich habe mir einfach nur meine Jacke ausgezogen gerade. Das Kackleibchen angezogen. Es sind noch nicht mal 5 Minuten gespielt und es steht schon 1-1. Komm schon. Probier? Schade. Oh, guter Angriff. Da hin. Geil, Fabi. Ja! Ja, Mann! Jetzt sind wir da. Da sind wir. So ist das doch richtig, Freunde. So ist das doch richtig. Geil. Yes, 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 yes. Geil gespielt. Mikrofon auch festgehalten, nichts verloren. Außer die Stimme vielleicht. Ja, ist halt drauf. Stark. Geht's hier heute ab? Komm schon. Komm Fabi, du bist schneller, du bist viel schneller. Du bist viel schneller. Oh, schade. Komm weiter, weiter. Gut. Probier. Nochmal rein. Ah, da sind wir nicht. Mit mehr Schmackes. So ist gut. Geil. Schade. Komm, wiederholen.
Nochmal. Ah, was ist hier los? Geh selber. Kommt eklig? Nachschuss? Oh. Ja, einfach selbst. Gut, komm zu mir. Zack. Ha, da haben wir ihn. Weg damit. Das kann nicht wahr sein. Es kann einfach nicht wahr sein, Mann. Wir spielen so gut. Wir sind so vorne da. Wir stellen hinten eigentlich alles richtig zu. Und die kommen zweimal vors Tor und schießen sofort zwei Tore. Das kann nicht sein, Mann. Kommt schon. Gute Flanke. Ah, schade. Und komm schon. Gut dabei. Ja, Dicker! Ja! Und da sind wir doch. Yes! Boah, haben wir das gebraucht gerade. Das war richtig wichtig. So eine Phase, wo Schalke irgendwie viel Ballbesitz hatte. Nach dem 2-2 waren sie Käse. Aber dann einfach mal ein Fehler bei denen und wir machen das Tor. So muss es sein. Ja, wichtig. Nicht, Mann. Winkler. Geil. Komm, Harris. Gut. Komm, Ibo. Oh, schade, Dicker. Oh. Was war das bitte für eine erste Halbzeit? Das ist ja Wahnsinn. Komm, Männer. Viel Spaß. Gas geben. Auf geht's zum Tag. Komm, da muss noch was gehen. Guck mal hier, gehen sie alle steil. Das ist ja Weltklasse. Jetzt hier nochmal richtig powern. Zweite Halbzeit. Let's go, Freunde. Let's go. Und da ist Fabi direkt. Kein Foul. Komm, weiter. Jerry ist da. Ecke. Sehr gut. Lecker. Oh, schade. Oh, ein bisschen weit. Kriegt er noch. Mathis da. Gut. Und mit Tucci. Jerry, komm schon. Und komm, Fabi. Oh, schade. Dann Deo. Und einer. Wir brauchen den Abschluss jetzt. Oh. Ibo mit der Ecke. Boah, tritt sich fast ein. Boah, wie er selber voll erstaunt ist. Da oben Zwischenergebnis von Karlsruhe gerade. Karlsruhe führt 6-0 gegen Magdeburg. Was geht denn da ab? Shoutout an Karlsruhe. Geil. Flanke. Komm, Mathe! Ja! Stark. Starke Flanke von Fabi. Stark hochgestiegen von Mathe. Was ist los, sagt er. Sehr gut. Ja. Schick ihn. Komm, Ibo. Stark. Kommt der. Oh.
schade. Es war auch schon wieder so ein geiler Angriff. Meine Güte. Und guckt euch das an. Die haben richtig Lächeln im Gesicht, weil es einfach so gut läuft gerade. So muss es sein. Wir gucken, was in der Mitte abgeht. Oh, flach. Schuss. Minus. Oh, schade, Digga. Karaman kriegt eine Macke, der Tor kriegt eine Macke. Oh Mann, ey, wenn Linus den aufs Tor bringt. Komm. Oh, schade. Boah, alter Schwede, wäre das alles. Mathe fast mit dem dritten Tor vor sich. Mann, Ivo ist so stark. Ivo ist so... Oh! Was? Vielleicht ein bisschen mehr Hinlauf, aber einen hat er trotzdem. Und komm, Fabi. Und komm, Fabi. Gut gespielt. Ja, Digga! Ja! Stark, Alter! Ist hier heute für ein Spiel. Das ist ja Wahnsinn. Alter, guckt euch das da oben an. Es steht einfach 5-2. Und der Ball, oh, schade. Oh, da ärgert sich Fabi immer noch. Geil. 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 Aha. Komm, Fabi, komm, Fabi, komm, Fabi. Oh, schade. Und Feierabend. Alter Schwede, da müssen wir einmal ganz kurz den Mathe knuddeln, oder? Ey, 22er, war ein gutes Spiel heute. Endlich, Alter, endlich. Stark, Digga. Oh, lange Weltklasse. Und mit dem Kopf, was war denn da los? Augen zu und durch. Stark. Jawoll. Geil, Mann. Ja! Was meint ich hier? Jerry, starkes Spiel auch, Digga. Geil! Starkes Spiel, Digga. Ja! Geil, Digga. Jawoll, stark. Stark. So stark. 70.000. Geil. Leute, guck mal das Wetter. Heute hat alles gepasst. Wetter, wie? Weil wir einen ganz besonderen Gast unter uns haben. Die Mama von Kai ist heute hier bei uns zum ersten Mal. Und wir sind wirklich glücklich, dass ihr einen Sieg hinbekommen habt. Und die hier das ein oder andere Mal mit Tränen in den Augen standen. Und der Geist von Kai, er ist hier, die Sonne scheint und so muss es sein. Weitermachen wir uns, immer weiter bis zum Schluss. Glückwunsch. Dem bleibt nichts mehr hinzuzufügen. Like das Video sehr, sehr gerne. Ich meine, nach dem Ergebnis, besser geht's gar nicht. Abonniert den Kanal, damit ihr keinen Vlog mehr verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.
Wow, wow, hier Hertha-Fans. Gönnt euch. So geil. Ah. Ja, Mann, ey. Stark. So stark.